Im Rahmen des Turmauer Kulturjahres gibt es mit dem Literaturcafé eine neue Veranstaltungsreihe. Dabei wird jede Menge guter Lesestoff vorgestellt. Das Kulturjahr Trumtour in Trumau wurde um eine neue Veranstaltungsreihe für Leseratten erweitert. Das Literaturcafé wird zukünftig regelmäßig stattfinden und soll Lust auf die Lektüre von Büchern machen. Wir sind ja eine Lesegemeinde, die Marktgemeinde Trumau. Das heißt, wir haben Bücher für alle Kinder zweimal im Jahr, angepasst ans Alter, bis zum Ende vom Volksschulalter. Wir haben Lesungen regelmäßig im Rathaus und haben gesagt, da wäre eine neue Facette, wäre doch da ganz was Nettes. Und Gerd Grenn ist damals die Idee gekommen, wir könnten unsere Kultur ja erweitern mit einem Literaturcafé. Heute ist der erste Versuch, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir nicht ein Literaturcafé machen, sondern dass wir zumindest drei im heurigen Jahr machen. Und wollen es dann machen noch im Sommer, knapp vor der Urlaubslektüre und dann im November noch einmal passend für die Weihnachtsgeschenke. Und da sollen immer drei Bücher vorgestellt werden, neue und auch altbewährte Bücher. Durch den Abend führte Ideengeber Gerhard Krenn. Neu in Ihrer Fabrik, Trafik, nicht Fabrik. Drei Fürstenromane im Sammelband. Ja, gut. Gesagt habe ich's. Ich kenne ja nicht die Dunkelziffer. Ne? Die, weiß man nicht. Aber hier stellt sich natürlich jetzt die Frage, was ist denn überhaupt Literatur? Die einen sagen, ja, alles, was geschrieben ist. Das kann es nicht sein. Also zum Beispiel Schüleraufsätze würde ich nicht zur Literatur zählen. Oder Parteiprogramme. Also bei manchen, da gehe ich lieber in die Trafik, muss ich ehrlich sagen. Neben Schmäh und Wissenswerten gab es auch eine kleine Vorstellung von ausgewählten Büchern. Zum Beispiel das neue Buch von Michael Köhlmeier, da werde ich einen Teil daraus lesen. Und einige Dinge, die die Leute nicht kennen, wie zum Beispiel das ein köstlich amüsantes Buch, Sophia, der Tod und ich, vom Thees Ullmann, was ein eher unbekannter Musiker und Schriftsteller. Das ist sein einziges Buch bisher und das ist wirklich köstlich. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Sophia und dem Tod macht sich der Erzähler auf den Weg, um etwas zu erledigen. Dabei bewegt sich der Tod begeistert und tollpatschig durch die Welt der Lebenden. Die Auswahl der Bücher erfolgt in Zusammenarbeit mit der Dreiskirchener Buchhandlung Stöhrs Lesefutter. Also wir haben die Susanne Christek da, wir haben die Alex Bär da, wir haben den Michael Köhlmeier da, Richard Osman, wir haben aber genauso die Julia Engelmann, die Petra Hartlieb, Heinz Erhardt und das Asterix-Kochbuch. Sie hat den Zaubertrank? Ich fürchte nein, aber wahrscheinlich Wildschweinrezepte. Wie viel liest ein Buchhändler und wann hat er dazu Zeit? Ich zähle keine Bücher, aber ordentlich viel in der Früh und am Abend und im Urlaub. Die Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sie. Das ist beim Sport genauso wie beim Lesen. Und nachdem ich aber ein leidenschaftlicher Leser bin, nehme ich mir auch die Zeit zum Lesen und komme so zwischen 50 und 70 Bücher im Jahr. Was sind Sie lieber, ein Bücherwurm oder eine Leseratte? das ist eine gute Frage. Also ich bohre mich durch die Bücher, glaube ich. Eher ein Wurm, würde ich sagen. Manchmal haben sogar Personen gegen mich auch Aggressionen. Das sind tierische Animale, halten sich für stinknormale. Und die lachen, wenn sie die schwachen Witzeln machen, haben sich offenbar beim Lachen nie die flachen Köpfe zerbrochen. Was sollst du machen? Ihr habt euch ja auch verkrochen. Kaum hab ich mit euch gesprochen, haben ein paar geglaubt, sie sollen lachen. Drum seid ihr mir ziemlich schnuppe, schleicht euch, geht's in eine andere Gruppe.